So, liebe Leute, und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Harry Potter und der Gefangene von Azkaban. Wir sind an der heulenden Hütte. Wieso wir hier sind? Also wir hatten im letzten Part, hatten wir mehr oder weniger eine Zauberstunde. Und uns wurde Expecto Patronum mehr oder weniger beigebracht. Die Prüfung dazu war ein bisschen gefährlich, aber was soll's. Und wir sind jetzt eigentlich hier, um Zutaten für Zaubertränke zu sammeln, nämlich Feenflügel. Wir haben auch schon Feen gefunden, aber wieso wir ausgerechnet bei der heulenden Hütte sind, ist mir ein Rätsel. Ein Schokofrosch. Ich glaube, den sollten wir nicht jetzt schon hier haben, oder? Wir haben auch im letzten Part gesehen, wir wurden von jemandem erwischt, wie wir hier angekommen sind. Nicht, dass es hier gefährlich ist? Die Mentoren, Sirius Black und wir. Ihr könntet verletzt werden. Ich würde sagen, das werden wir sehen, Draco. Wieso sind denn das jetzt auf einmal vier? Geh da weg! Hervorragend! Okay, das Spiel leckt wie bekloppt. Wieso sind das jetzt auf einmal fünf Leute? Und das, wie gesagt, das Spiel, das leckt gerade wie bekloppt. Aber fast die Hälfte haben wir schon. Ja, komm. Au. Nee, also, dass das Spiel hier gerade in 5 Frames die Sekunde läuft, das liegt nicht an YouTube oder so, das liegt tatsächlich am Spiel. Das ist ein bisschen Hardcore gerade. Ah, nur noch mehr Feuer ist über. Zwecklos, Potter. Meinst du? Wir sollten die Feenflügel holen und dann schnell zurück nach Hogwarts gehen. Die Dementoren werden bald in Hogsmeade patrouillieren. Und bei der heulenden Hütte ist es gefährlich. Ach. Was ist denn das für eine Musik gerade? Okay, die Feen sind hier im Busch. Wir sehen hier eine Statue. Wenn wir etwas drauf gucken, sehen wir sogar einen Drachen. Das ist ja cool. Also so viel kann ich sagen, auf einem normalen GameCube ohne den Adapter hätte man das nicht so erkennen können, glaube ich. Ja, ich mag diesen Adapter. Das ist wirklich geil. GCHD heißt der übrigens. MK2 kann ich echt empfehlen, wenn ihr euren GameCube wirklich an moderne Fernseher anschließen wollt. Wichtig dabei ist nur zu beachten, dass ihr die erste Revision des GameCubes habt, und zwar die DOL 001. Denn die nachfolgenden Revisionen haben nämlich keinen digitalen AV-Output. Das ist eine schöne Statue. Und guck mal, bisschen pummelig, der Drache, ne? Ein bisschen. Dickes Bäuchlein. Hallo. Mach mal Feuer, bitte. Hermine, was hast du getan? Hast du eine bessere Idee? Es ist schon ein bisschen brutal, die Feen einfach abzufackeln, ne? Naja, andererseits, wir brauchen Feenflügel. Statt dass man die einfach. Ich vergesse die ganze Zeit, dass das Spiel ja Flipendo immer umsetzt. Das ist brutal eigentlich. Bin mir nicht mal sicher, ob ich das richtig mache. Okay, wir töten tatsächlich Feen. Das ist unglaublich brutal eigentlich. Weil Feen sind ja eigentlich. Boah, Alter, visier nicht immer denselben an. Natürlich visiert er immer denselben an. Du drehst dich sogar in die Richtung und er visiert trotzdem ein anderes an. Das ist unglaublich nervtötend. Sag mal. Ich habe absolut keine Ahnung, was wir machen sollen. Muss Hermine die vielleicht einfrieren? Ich habe keine Ahnung. Also mit Flipendo funktioniert scheinbar nicht.
Es sah zwar kurzzeitig so aus, dass da immer wieder mal dann so ein paar Feen einen Abgang gemacht haben, aber... Aua. Hallo. Sieht nicht danach aus, oder? Boah, ist das nervtötend. Hallo. Die anderen zwei... Expecto Patronum wird mir dabei nichts bringen. Okay. So fallen sie zu Boden, aber was soll ich dann machen? Ist ja schön, dass sie zu Boden fallen, aber... Hallo. Ich sollte Expecto Patronum vielleicht rausnehmen. Das ist ja richtig nervtötend. Ich versuche gerade ein bisschen ruhig zu bleiben. Das Problem ist, die Steuerung ist so... Sorry, wenn ich sage, die Steuerung ist einfach nur beschissen von dem Spiel. Muss man einfach so sagen. Mal abgesehen von der Tatsache, dass man Input-Lag hat, wie bekloppt, ist es auch noch so, dass, wie gesagt, mit dem Anvisieren, das kannst du vergessen. Ich wollte gerade sagen, ich guck mal kurz in Folie Bruti. Vielleicht steht da ja schon irgendwas über Feen drin. Dann könnte man nämlich gucken. Billywick, Kidsprofil, Doxy, Libelle. Fee. Ein kleines, putziges Tierwesen von geringer Intelligenz. Sie ist von streitsüchtiger Natur und äußerst eitel. Das ist genau das Gegenteil, was ich von Feen kenne. Was soll? Bringt das überhaupt was, dir anzufrieren? Nee. Vor allem, wenn das Spiel einfach sagt, nö, ich visiere den. Visiere einfach irgendwas anderes an. Das braucht ja kein Schwein. So, versuchen wir es weiterhin mit Flipendo. Nerven mich diese Feen gerade? Ja. Komplett. Ich kann auf die Feen gehen, wie ich will. Ah! Wohin? Hermine, wohin zielst du? Achso, ich muss einfach nur drüber laufen, während sie am Boden liegen. Natürlich. Hermine, manchmal finde ich es richtig unheimlich, wie ernst du deine Hausaufgaben nimmst. Harry! Ron! Hermine, reiß den Zaun ein! Ich versuche sie aufzuhalten. Okay. Machen wir. So, erster Dementor ist... Du bist getroffen, wollte ich sagen. Das bringt sehr viel, wenn ihr euch direkt vor mich stellt, ihr Dementoren. Ich glaube, das ist so nicht gewollt eigentlich. So. Ich bin doch schon dabei. Okay, man hat mir gerade wahrscheinlich sehr angemerkt mit diesen Feen. Das hat mich gerade ein bisschen genervt, aber auch nur, weil ich... Wer kommt denn darauf, dass wir die Feen, dass wir einfach drüber laufen müssen, während die auf dem Boden sitzen? Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wer das sofort wusste. Natürlich jeder. Ne? Man kennt das ja. Harry ist ganz schön am Arsch, wie ich das gerade sehe, von... Leben her, ne? Ich krieg gerade die ganze Zeit Schaden und ich weiß nicht wovon. Die Dementoren greifen uns nicht wirklich an, die stehen da irgendwie dumm rum. So. Ich bin auch schon dabei. Ich gebe wirklich mein Bestes, aber das Spiel sagt manchmal, nö, ist... Ich bin einfach durch den Dementor durchgeflogen, okay. So. Treffer. Ihr braucht übrigens ganz schön lange und ich muss mich heilen. Ansonsten ist hier gleich... Ah, natürlich, geht nicht. Hm, sehr schön. So.
Dauert doch ewig, bis Harry den Patronus losschickt. Halt sie auf, halt sie auf! Okay, also ich schätze mal, wir haben verkackt, weil mein Leben ist wieder aufgefrischt. Und auch das von dem Zaun. Ihr braucht übrigens ganz schön lange, um einen Zaun einzureißen. Gerade Hermine sollte auch eigentlich wissen, wie es geht, weil im dritten Teil im Film hat sie auch Bombarder benutzt, um den Schwarzen Turm aufzusprengen. Oder zumindest das Verlies auf dem Schwarzen Turm. Also sollte sie ja eigentlich jetzt schon wissen, wie Bombarder funktioniert. Und ich glaube nicht, dass ein Holzzaun Bombarder so gut standhalten kann. Ach komm. Spiel hat geleckt. Das Spiel leckt hier an der Stelle allgemein ganz schön viel, muss ich zugeben. Hätte ich nicht erwartet. Also, ihr habt es ja auch vorhin gesehen bei... Oh! Bei dem Duell gegen die Slytherins, da hat man es extrem gesehen. Das war deutlich zu viel für den Gamecube. Kann auch sein, einfach, dass der Gamecube inzwischen ein bisschen alt ist. Dabei, ich habe ihn eigentlich komplett sauber gemacht und Teile ausgetauscht und alles. Hä? Weiß ja nicht. Laufwerk müsste ich vielleicht irgendwann mal neu machen, aber nicht jetzt. Also wie auch immer die Dementoren es gemacht haben, wir haben auf jeden Fall schon wieder nur die Hälfte unseres Lebens. Und teilweise weniger. Ich kann übrigens den Patronus auch nicht aufhalten, wenn der einmal unterwegs ist, ne? Also es ist nicht so, dass ich einfach Stopp drücken könnte und einen neuen Patronus losschicken kann. Nein, ich muss den, den wir losgeschickt haben, tatsächlich lenken. Das ist das Ganze auch ein bisschen, was das Ganze problematisch macht, wollte ich gerade sagen. Weg mit dir. Ich finde die Steuerung von dem Patronus auch irgendwie nicht so geil. Das hätte man besser lösen können. In der PC-Variante, da haben sie es auf jeden Fall besser gelöst. Aua! Und ich habe eine Fliege auf dem Monitor. Wir müssen vorsichtig sein. Jetzt ist Snape auf einmal hier. Aha. Ich würde allerdings gerne mal gucken. Wenn wir nämlich hier hinten lang gehen. Hier hoch. Das hat man ja gesehen, als wir... Aha. Hier gibt es Draconiforce-Statuen. Ob uns das irgendwas bringt, ich wage es zu bezweifeln. Aber wir können ja zumindest mal gucken. So. Schnell mal die Tür auf. Oder auch nicht. Schrei noch lauter. Aber andererseits, wir wissen ja, Snape ist ja taub, ne? Gott sei Dank. Vorratsraum. Okay. Ich glaube, hier gibt es nicht wirklich was für uns, oder? Da eine Truhe. Zurück zum Schlafsaal. Bravo. Mit einer Karte. Auch nicht schlecht. Wir müssten doch eigentlich auch bald mal wieder einen Satz vervollständigt haben, so dass einer von den beiden da ein bisschen... Ne? Ihr wisst schon, was ich meine. Da oben sind Truhen. Ich weiß gar nicht, kommt man da ran? Müssten wir nicht längst da sein? Ist hier zumindest nichts Geheimes und anvisieren kann ich es auch nicht. Also von daher lassen wir das einfach mal. Gunhilda von Goosemore. Gang. Prima. Noch eine Karte. Sehr schön. Sehr, sehr schön. So, mal gucken. Kapere Traktung, um darüber zu kommen. Also Harry, bringt uns das jetzt was? Ich glaube absolut gar nicht. Ich glaube, das ist eine Sache, die sollte man eigentlich machen, wenn man am Tag hier ist. Egal, versuchen wir es. Ein Eber. Ausgezeichnet. Und noch eine Karte. Drei Stück in einem Gang, nicht schlecht. Und da war wieder ein Blitz, der hier das Zimmer erhellt hat. So, ich will jetzt nicht
Snape direkt in die Arme rennen und ich will auch gucken, wie es hier unten aussieht mit den Statuen. Wobei eigentlich, wenn ich hier rüberspringe, sollte es funktionieren. Wo ist Snape? Das scheint sich irgendwie gar nicht zu bewegen. Auf der Karte wird er gar nicht angezeigt. Lol. Doch, jetzt kam der Punkt rein. Na gut. Dann schnell hier durch. Wir müssen ja Gott sei Dank nur mit einem durchkommen. Da haben wir uns jetzt den ganzen Weg da gespart mit dem... Höh! Gott sei Dank braucht der Typ eine Brille. Ich hab nichts Ich hab mich etwas zu früh von dem Bücherregal wegentfernt. Och nö! Ach komm. Kommt her! Okay. Dass der Wandvorhang wieder da ist, das ist ein bisschen nervig. Aber wir werden diesen Weg auf jeden Fall wieder gehen, weil dann müssen wir nicht an Snape vorbei. Das ist mir deutlich lieber. Aber nervtötend ist es trotzdem. Aber die ganzen Truhen, Gott sei Dank, bleiben die geöffnet. Das wäre ja sonst noch schöner, ne? So, mal gucken. Snape läuft hier noch nicht rum. Ich bin fast in sein Blickfeld reingerannt. Das wollte ich nicht. So. Du, 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 du. Und so. So, Vorsicht, da kommt der Vertrauensschüler. Wir bleiben hier hinten stehen. Das funktioniert ja Gott sei Dank, weil der scheint ja irgendwie ein bisschen blind zu sein. Oder sehr kurzsichtig. Zack. Abwarten. Was hat denn der gerade für einen Gang da gemacht? Und dann schnell hier durch. Auf zur großen Treppe. Aber wie gesagt, ja, ich verstehe jetzt, was die Leute meinen mit... das Spiel war definitiv Stealth-Spiel und weniger Action-Adventure. Also ich kann mich auch daran erinnern, dass das zum Schluss richtig übel wurde teilweise. Aber ich wusste nicht, dass es so viel wurde. Ich glaube, wir können übrigens auch den Tag noch nicht beenden. Ne? Das ist halt auch die Sache. Man muss wirklich diese Stealth-Passagen machen, die wahrscheinlich ein bisschen zum Strecken des Spiels da sind. So spät noch unterwegs? Nein. Schon gehört? Der siebte Stock wird von Sicherheitstrollen bewacht. Ein bisschen spät, wenn ihr mich fragt, wo Black doch schon in eurem Schlafsaal ist. Was? Hat dein ganzes Bett verwüstet, winziger Weasley. Leider warst du nicht drin. Oh oh. Was? Können wir jetzt gehen? Ich will mal ganz kurz gucken, aber nein. Oh Gott. Ihr wisst, welcher Gang das ist, durch den wir jetzt durch müssen, ne? Das ist ein fucking langer Weg. Und das wird richtig unangenehm. Und da bietet es sich tatsächlich an, Ron zu nehmen. Denn, man hat ja gehört, Sicherheitstrolle, die lassen sich mit ne Schnarke. Man darf uns nicht erwischen. Wo kommt die denn her? Ich hab ja alles dicht. Na, gucken wir mal. Da ist ein Sicherheitstroll. Wie komme ich an den einfach vorbei? Versuchen wir es mit Hermine. Der Troll wird jetzt wahrscheinlich da lang rennen, richtig? Ja. Der steht voll auf Mistbomben. Und der hat uns erwischt.
Trolle. Trolle als Sicherheitsdienste. Wie soll man an denen so einfach vorbei? Der steht ein bisschen sehr beschissen dafür. Wenn ich das wirklich mal so anmerken darf. Man darf uns nicht erwischen. Trolle können mit Mistbombengestank erwischt abgelenkt werden. Ja, aber dafür müsste ich erstmal hier hin. Mistbombe werfen. Mich hier ein bisschen verstecken. Hier rüber rennen. Okay, das wird sehr interessant. Kann ich mich hinter dem durchschleichen? Ich glaube nicht, oder? Natürlich. Wäre auch zu einfach. Okay, das wird eklig. Bei dem ersten wissen wir jetzt, was wir machen müssen, aber bei dem zweiten, das wird auch wieder so eine schöne Sache. So. Ich wollte eigentlich meine Mistbomben ein bisschen auffüllen. Danke. 4 von 5. Ja, Boden bringen mir hier jetzt gerade nicht viel. Ich sagte, Boden bringen mir hier jetzt gerade nicht viel. Mega Powertrank nimmt man mit. Nimmt man mal mit. Gut, dann versuchen wir es nochmal. Gott, wo wirfst du dir denn hin? Die haben dann überhaupt kein Auge mehr für irgendwas, oder? Heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel hier eine hinwerfe? Das ist ja easy. Das wusste ich nicht, dass sie so leicht abzulenken sind. Hier durch. Okay. Okay, ich habe nichts gesagt. Das ist ja, krass. Lassen Sie mich doch bitte rein. Neville, was ist los? Ich habe meine Passwörterliste verlegt und Black hat sie gefunden. Sir Cadogan hat ihn reingelassen. Professor McGonagall ist sauer auf mich und hat allen verboten, mir das Passwort für den Turm zu verraten. Warte, Fortuna Major! Tritt ein. Wieso ist die fette Dame zurück? Das ist nicht Sir Cadogan. Hä? Und wir kriegen immer noch das Vorschaubild von der Expecto Patronum-Aufgabe. Das ist interessant. Was für eine Nacht. Ich will nur noch ins Bett. Ja, ich auch. Jo. Das werden wir allerdings im nächsten Part machen, denn die 20 Minuten sind schon wieder rum. Ja, geht ganz schön schnell, ne? Vor allem mit so actiongeladenen Stealth-Passagen. Das ist halt so eine Sache. Könntest du bitte aus dem Weg gehen, danke. Ja, das ist dann so eine Sache. Nee, also, ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, hinterlasst einen Kommentar und ich sag Tschüss und bis dann irgendwann, euer Renchi. Bye.